Und da sind wir wieder, wie immer am Sonntag, mit Ihrem Primetime-Magazin. Heute ESC, können wir auch an Bord? Dann war unser Entertainment-Manager Tobi in St. Petersburg unterwegs und unsere jüngsten Gäste waren richtig kreativ. Viel Spaß! ESC, das geht mit ganz viel Geld im Original und mit ganz viel Liebe auf AIDA. Da haben sich die Kollegen was richtig Tolles zusammen ausgedacht. Gucken Sie mal. Passione. Comanda. United. Teamgeist. Professionalität. Gladge. Jahado per amore. Amigos. Scoi. Sveata. Aus der Idee, nur ein kleines Konzert zu machen, bevor der Song Contest losgeht, wurde dann ein immer größeres Event sozusagen, weil jeder gesagt hat, ich habe Lust darauf, da mitzumachen. Kostüme werden extra dafür geschneidert, die Tänzer machen ihre eigenen Choreografien, die Artisten haben sich was ganz Tolles ausgedacht. Die Sänger haben sich Songs ausgesucht. Das Ganze muss auf der Bühne dann geprobt werden. Und selbstverständlich, um das Ganze spektakulär zu machen, muss das noch in sehr aufwendiger Kleinstarbeit programmiert werden. Das bedeutet, jeder Scheinwerfer muss extra eingestellt werden, auf jedes Lied einzeln abgestimmt werden. Jede Bewegung der LED-Wand ist extra darauf abgestimmt. Und das kostet ganz, ganz viel Arbeit und ganz viel zusätzliches Herzblut. Alles hier an Bord und ganz exklusiv eben nur für diese Reise. Wir hier im Theater arbeiten ebenso international wie der Eurovision Song Contest. Wir haben Mitarbeiter aus allen Herren Ländern, aus der Ukraine, aus Russland, aus England, aus Amerika, aus Schweden, aus Deutschland, aus der Schweiz, wirklich von überall her. Und das ist das Tolle, dass wir eben gemeinsam daran arbeiten können und eine gemeinsame Sprache sprechen und über die Musik hoffentlich ganz viel an den Gast transportieren können und so einfach ein extra Event für sie kreieren, das es so noch nie gegeben hat. Großartig, was die Kollegen da an Bord auf die Bühne gebracht haben. Ganz toll übrigens auch unser Entertainment-Manager Tobi, der hat auch was organisiert, nämlich einen Ausflug für Sie nach St. Petersburg mit seiner Kollegin. Viel Spaß! Wir wagen uns jetzt unter die Erde. Sie haben vielleicht schon davon gehört, hier geht es richtig tief runter. Und soviel ich noch weiß, so aus meinem Geschichtsunterricht, Stalin hat die U-Bahn-Station bauen lassen. Die sind sehr prächtig, sehr prunkvoll. Genannt werden sie auch Paläste des Volkes. Er wollte damit ein Zeichen setzen, was für das Volk machen. Los geht's. Alle Gäste, nachdem wir eine halbe Stunde in die falsche Richtung gelaufen sind, haben wir es doch tatsächlich geschafft, den Markt zu finden. Tata, hier ist er hinter mir. Nur erst der Eindruck von außen, alt ist er. Aber schauen wir doch mal rein, Svetlana ist schon drin, die konnte es gar nicht erwarten. Kommen Sie mit. Das ist jetzt so ein typisches russisches Kaltgetränk mit Kräutern, also eine Kräuterlimonade, kann man sagen, richtig? Ja, richtig. Die russischen Leute heißen das Tarhun. Das ist jetzt praktisch nur Fett, was wir da essen? Das ist nur Fett, aber es ist sehr, sehr gesund. Es bringt viel, viel Energie. Es ist besser als Wurst. Ist wirklich lecker. Ich bin ja nicht so der Fett-Fan, muss ich ehrlich sagen, aber es ist schön salzig. Das finde ich super. Frisch.
schmeckt fast so ein bisschen cremig. Liebe Gäste, jetzt stehe ich vor einer richtigen Challenge tatsächlich. Ich habe hier so einen kleinen Mini-Aal in die Hand gedrückt bekommen. Der ist mariniert mit einer ganz speziellen Marinade. Den gibt es so tatsächlich nur in St. Petersburg, wie ich gerade erfahren habe. Und er riecht auf jeden Fall sehr lecker, hat aber jetzt so wenig Eigengeschmack. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass er nach irgendwas Besonderem schmeckt. Das ist wirklich lecker. Und jetzt haben wir hier diesen lustigen kleinen Laden entdeckt, in dem es typisch russische Bekleidung gibt. Hier habe ich mal die aktuelle Winterkollektion anprobiert. Echte Schafswolle. Und jetzt brauche ich natürlich auch noch ein paar Schuhe. Und schauen Sie mal. Schön, oder? Der Winter kann definitiv kommen. Wir sind wieder am Platz der Revolution angekommen. Hinter uns ein russisches Fahnenmeer. Und aber, ja, Svetlana, du hast mir doch noch einen Palast des Volkes versprochen. Ich habe bisher noch keinen gesehen. Tobi, schau mal, das ist unsere Bahnstation. Das ist eine U-Bahn-Station? Ja, es sieht wie ein großer Palast, aber fahren wir mit dem Zug hier. Und was mich besonders begeistert hat, war die Freundlichkeit der Russen. Das habe ich so nicht erwartet, besonders auf dem Markt, das war echt schön. Baka! Was gibt es Schöneres, als im Urlaub mal so richtig die Seele baumeln zu lassen und Dinge zu tun, die man normalerweise nicht macht. Zum Beispiel mal so richtig kreativ sein, wie unsere kleinen Gäste Finn und Jule. Und die haben sich was Tolles ausgedacht, ein Loblied auf unsere wunderschöne Perla. Gucken Sie mal. Und wenn ich weit, weit weg bin, in Frankreich oder England, dann sing ich, in Hamburg liegt die Perla und das geht, oh sweet ship, in Hamburg liegt die Perla. Dieses wunderschöne Schiff, es ist meine Traumzeit, mein Vergnügen. Es ist das Schiff, auf das ich kann, auf das ich kann. Vorhin waren wir ja schon mal in der Ostsee, ein wunderbares Fahrtgebiet übrigens auch. Und Sie werden es nicht glauben, die Verlockung der Woche, genau da geht's hin. Und wenn Sie mehr wissen wollen, www.aida.de oder gehen Sie in Ihr nächstes Reisebüro. Viel Spaß! Wir starten unsere Reise in Kiel und fahren als erstes nach Kopenhagen. Es geht weiter nach Danzig in Polen und nach St. Petersburg in Russland. Wir besuchen noch Tallinn und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise, nach Kiel. Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche. Heute natürlich, wir haben so angefangen, wir hören so auf mit einem Song aus dem ESC. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche.